Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal und zwar jetzt mit dem Luftballer. Mit dem zweiten Teil der Bücherzimmertour. Ich habe ein bisschen umgebaut, damit das Ganze da noch auch ein bisschen bisher ausgeleuchtet ist für euch. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit den Hauptregalen. Viel Spaß! Damit ich es nicht vergesse, starten wir gleich da oben. Da haben wir die Scullery Pleasant Reihe, dann ein paar Bücher von meiner Freundin vom Nick Hornby. Dann haben wir die Charlie und die Schokoladenfabrik Reihe. Das sind nämlich eigentlich drei Teile, wissen ganz viele People nicht. Dann haben wir da in Alf. Upp, könntest du fokussieren. Dann hier die Special-Ausgabe, die Sammeledition vom kleinen Vampir. Ich habe die kleinen Vampirbücher geliebt als Kind. Da sind nur ein paar etwas ältere Bücher, nämlich aus der, wie heißt es, die besondere Bibliothek, glaube ich, heißen diese Bände. Dann haben wir da oben die göttliche Komödie und aus dem alten Wien. Und das Witzige ist, dieses Buch aus dem alten Wien habe ich in Krakau gekauft. Und dann haben wir da noch alte Bücher von meinem Papa, nämlich die Karl May Bücher, Old Shatterhand und Winnetou. Und nur irgendwas, nach durch Winnetou und da ist auch noch irgendein anderes. Und dann haben wir da noch alte Ausgaben von Tom Sawyer, da sind alte französische Bücher, die auch meiner Freundin gehören. Und dann sind da schon die ersten Stephen King Bücher, aber dazu kommen wir später. Denn jetzt starten wir mit diesem Regal und das Ganze ist zumindest teilweise sortiert, das werdet ihr dann gleich sehen. Hier starten wir mit Jugendbüchern, beziehungsweise halt für junge Erwachsene. Da hier oben habe ich das so ein bisschen sortiert nach LGBTQ+ Themen. Dann haben wir da die Insel der besonderen Kinder und alles, was da so dazugehört. Ich bin mir gar nicht sicher. Da fehlen, glaube ich, mittlerweile schon. Da sind schon wieder neue herausgekommen. Und das da nervt mich super stark. Diesen Büchern ist schon ein eigenes Video auf meinem Kanal gewidmet. Die sind eben auch vom Derek Landy. Und da, das sind meine absoluten Lieblingsbücher. Und sollte ich jemals die Gelegenheit haben, nur irgendein Kind auszustatten mit Büchern, sind das Must-Reads. Das sind sehr viele davon aus dem Königskinder Verlag, den es ja leider nicht mehr gibt von Carlsen. Aber ich habe sie wirklich alle sehr geliebt. Kavaliersreise hat ein eigenes Video gekriegt. Zwillingssterne habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Die Anatomie der Nacht, ein wunderschönes Buch. Sie sind einfach sehr, sehr schön gestaltet. Und sie haben halt immer so jugendliche Themen, die nicht so locker flockig dahingängen, aber trotzdem wunderschöne Geschichten sind. Dann haben wir da ein Buch, das ich gelesen habe, wie ich noch sehr jung war. Und zwar, ich glaube, ich habe es aus der Bücherei ausgeborgt gehabt und habe dann ewig danach gesucht, weil ich nicht mehr gewusst habe, wie es geheißen hat. Und dieses Buch sollte jetzt bald einmal rereaden, weil ich habe wirklich so, so schöne Erinnerungen daran. Und dann kommen wir zu den Büchern von der Antonia Michaelis. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich finde der wirklich sehr gut, weil sie sehr schöne Geschichten erzählen, aber halt trotzdem auch immer mit einem gewissen Hintergrund. Ja, wirklich sehr, sehr schöne Bücher. Da sind da herunten nur mehrere, zum Beispiel Nashville, eine wunderschöne Geschichte, die Worte der Weisen Königin, auch nicht so dick. Sollte man aber wirklich eher Jugendlichen geben, die schon gern lesen, also nicht so lese Muffel. Dann haben wir ein paar Bücher, die ich auch sehr gerne gelesen habe, mit 17 oder so ungefähr. Ich weiß gar nicht, wie den Autor bzw. die Autorin ausspricht, Martine Leavitt. I don't know. Da war das erste Buch, das ich gelesen habe, glaube ich, Tom Finder. Ne, da ein bisschen technische Probleme. Das sind übrigens auch alle auf Englisch, also das ist bei mir immer gemischt. Das sind aber einfach sehr, sehr coole Bücher und ich fand es gar nicht so schlimm, wenn sowas einmal eine Klassenlektüre war, weil sie sind auch nicht so dick, sie haben trotzdem coole Themen und gerade für den Englischunterricht sicher sehr gut zu gebrauchen. Da hier oben liegen dann nur meine Matthias Malzieu Bücher, über die gibt es auch schon ein eigenes Video, immer nur wunderschöne Märchen für Erwachsene. Da gibt es aber leider schon voll viel, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendeins der drei nur zu kaufen gibt. Zumindest auf jeden Fall nicht mehr in diesen Ausgaben, die aber einfach wunderschön sind. Dann kommen wir mal zu ein bisschen Fantasy-mäßig. Ich denke, da kennt der eine oder andere von euch was. Die Märchenmond-Ausgabe. Ich bin immer noch sehr froh, dass ich diese wunderschöne Ausgabe habe. Dann Märchenmonds Kinder, die unendliche Geschichte. Das ist ein etwas Neueres, das Labyrinth des Faun von der Cornelia Funke und dem Guillermo del Toro. Das haben sie zusammengeschrieben. Damals auch eines meiner absoluten Lieblingsbücher, der Sommernachtszauber. Ist ewig her, dass ich das gelesen habe und ich bin sehr froh, dass ich es nie hergeben habe.
Und dann haben wir noch ein Ursula Poznanski-Buch, das ich aber noch nicht gelesen habe. Was geschah mit Femke Starr? 7 Minuten nach Mitternacht und nur so eine Reihe, wo ich das habe ich selbst nicht gelesen und ich denke auch, dass ich das eher herschenken werde, als dass ich es selbst noch lesen werde. Das waren eben jetzt meine Jugendbücher. Ich habe da schon sehr viel aussortiert. Die, was jetzt da sind, werden vermutlich ja für immer in meiner Sammlung bleiben. Das sind halt wirklich die Jugendbücher, die mich sehr geprägt haben und die ich immer wieder nur mal gern lesen würde. Dann haben wir da herunten so ein bisschen das Poesie-Regal, unter Anführungszeichen. Wir haben zum Beispiel was vom Ernst Erhard, das gehört aber eigentlich meiner Freundin. Dann haben wir das metrische Taktlosigkeiten von der Lisa Eckhardt. Soft Thorns, das ist so ein Instagram-Poesiebuch eher. Dann haben wir Charles Bukowski, Emily Dickinson, Heinrich Heine. Dann ein französisches Buch von Tim Burton, das einfach auch sehr, sehr cool ist. Das hat so kleine Illustrationen eben vom Tim Burton unterstrichen mit Gedichten, die da jetzt natürlich auf Französisch sind. Sehr schickes Buch habe ich in Lyon, glaube ich, gekauft oder in Paris. Ich weiß es nicht mehr, aber es ist wunderschön. Dann haben wir da nur mal Charles Bukowski und das ist eigentlich eher Anthologie, also das ist jetzt nicht Poesie, hat aber auch ein eigenes Video schon bekommen. Genauso wie das, ich habe keine Ahnung, warum das eigentlich da steht und nicht da drüben, wo es hingehört. Und da starten wir nämlich jetzt schon ein bisschen mit dem Chaos, denn da startet die Belletristik schon. Und ja, wie gesagt, das ist dann nicht mehr wirklich sortiert. Ich mache da einen kleinen Überblick, das sind alles eher relativ neue Bücher, darum habe ich die einfach mal dort zusammengefasst. Die will ich vielleicht auch in nächster Zeit mal lesen, obwohl sie nicht in meinem Sub-Wägelchen sind. Und da herunten, die habe ich euch ja im ersten Teil schon gezeigt. Jetzt begeben wir uns wieder ganz nach oben. Ich weiß nicht, ob ich diese kleinen Kärtchen da jemals ausfüllen werde. Da heroben haben wir eher die Klassiker zusammengefasst. Das sind häufig diese Anaconda-Ausgaben, weil ich einfach finde, dass sie sehr, sehr preiswert sind und die kann ich jedem empfehlen, der sich mit Klassikern beschäftigen will. Denn wenn man Klassiker, die kosten so 5 Euro höchstens, und wenn man Klassiker wirklich sehr gut gefällt, kann ich mir im Nachhinein immer nur irgendwelche Schmuckausgaben oder ähnliches kaufen. Aber einfach nur einmal, um das Ganze zu testen, reichen diese Anaconda-Ausgaben schon sehr. Oder man fängt halt wirklich mit dieser kleinen gelben Reklambüchlein an, aber diese Anaconda-Ausgaben sind halt dann trotzdem schon richtige Bücher. Ich habe ja da zum Beispiel dann auch noch diese Halbausgaben, also ganz normale Klassiker mit halt super coolen Covern. dann habe ich zum Beispiel auch noch normale Einzelausgaben und so weiter. Aber wie gesagt, wenn man einfach mal nur ins Thema starten will, reichen diese auf jeden Fall. Da ist auch nochmal Himmelweide-Ausgabe von Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Und ja, weitere Klassiker, einige davon auch noch ungelesen. Und da ist dann das Shakespeare-Eck, wo auch noch ein paar Reklambücher und so stehen. Dann geht's weiter in der Belletristik, sehr ungeordnet. Wir werden da jetzt einfach mal ein paar durchschauen. Da sind zumindest noch mal alle Bücher von Wladimir Kaminer, die ich bis jetzt gelesen habe. Habe ich da nicht heuer eins gehabt? Nein. Dann haben wir T.C. Boyle, Haruki Murakami. Also da sind zum Beispiel diese ganzen eher asiatischen Autoren versucht zusammenzufassen, wobei das dann da vollsteht. Das muss ich kurz ändern. Und das war es aber dann auch schon wieder mit der Ordnung. Da sind einfach normale Belletristikromane. Autoren sind natürlich zusammengefasst. Da liegen jetzt auch noch Bücher, die ich 2022 gelesen habe, die einfach keinen Platz mehr gefunden haben in der Zwischenzeit. Das Eiserne Herz des Charlie Berg natürlich immer noch mein absoluter Favorite. Wie gesagt, Autoren versuchen zusammenzustehen. Da sind auch noch zwei, die halt so keinen Platz mehr im Regal haben. Aber dadurch, dass die Regale relativ tief sind, kann man da eigentlich, könnte man eine zweite Reihe aufbauen, aber möchte ich auch nicht, zumindest nicht, solange ich nicht alle gelesen habe, die da drinnen stehen. Dann kommt das Regal, der Regalmeter, der nicht wirklich mir gehört. Da haben wir in Simenon und aber andere und dann in McEwan. Das sind alles Bücher, die eher meine Freundin liest. Da dazwischen sind zwar zwei, drei, die mir gehören. Aber hauptsächlich ist das da ihr Regalmeter. genau. Und da herunten sind dann teilweise ein paar meiner Lieblingsbücher, gerade dann da im hinteren Bereich und sonst halt eher wieder unsortiert. Da sind auch einige Bücher, die noch nicht gelesen sind. Wladimir kennt es jetzt aus meinem Highlights-Video schon.
Doll Factory war einfach sehr, sehr gut. Washington Black habe ich geliebt. Dann sind da diese Bille Berg Bücher, genauso wie die Amelie Nothomb Bücher. Die innersten Geheimnisse der Welt, ein großartiges Buch. Da steht jetzt drüber das Lilly, das eben auch von ihr ist. Und dann stehen da jetzt auch noch zwei Klassiker, halt zumindest vom Hemingway. Und A Requiem for a Dream steht auch da herum. Die heiraten eigentlich nur da auf. Wie gesagt, das ist noch nicht perfekt sortiert. Und ganz unten in diesem Regal, schwupps, haben wir die österreichischen Autoren und Autorinnen. Gleich lächelt uns da mal der Michael Buchinger entgegen. Das war sein allererstes Buch. Ich glaube, mittlerweile hat er schon drei oder vier. Ich habe bis jetzt nur das gelesen. Dann haben wir den Franz Sobel, John Ray, der eigentlich jetzt in den USA wohnt, aber er ist halt eigentlich aus Österreich. Eva Menasse, Klavinitsch, Doris Knecht, eine absolut geniale Frau. Da hier oben auch die Totenärztin, die ich erst letztes Jahr gelesen habe. Und ja, ganz, ganz viel verschiedene. Kurt Palm, auch ein wirklich sehr, sehr toller Autor, wobei ich Monster bis jetzt eigentlich am besten gefunden habe. Wir haben sehr abgedrehte Stories. Dann natürlich Stefanie Sargnagl, für immer die Beste. Im Max Neumeier kennen vielleicht auch die ein oder anderen von euch. Und dann habe ich da schon auch ein Buch von René Anour, von dem ich mal die Totenärztin war, nämlich Im Schatten des Turms. Da geht es um den Narrenturm und auf das bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Das war es jetzt mit diesem Hauptregal. Das ist jetzt natürlich ein bisschen durcheinander, nachdem ich euch das alles gezeigt habe. Das war jetzt eben hauptsächlich Jugendbücher, dann da ein bisschen Lyrik und das gehört eigentlich nur zum Sachbuch. Dann oben die Klassiker und der Rest Belletristik bis hin zu den österreichischen Autoren. Und jetzt begeben wir uns zum Thriller- und Krimi-Regal. Ich bin jetzt einmal kurz ganz nach hinten gegangen, damit ihr das gesamte Regal überhaupt sehen könnt. Also wir beschäftigen uns jetzt mit dem da. Das ist so ein bisschen ein Raumteiler, finde ich. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Außerdem ist das Geheimnis dieses Regals, dass es eigentlich zwei aneinandergereihte Regale sind. Also das sind einfach nur zwei Regale aneinander, damit ich hinten und vorne was reinräumen kann. Und wir können uns da vielleicht auch noch kurz die Deko anschauen. Dann geht es eigentlich schon los da oben, wie vorher schon erwähnt, mit den Stephen King-Titeln. Sie sind nicht sortiert. Ich habe mal kurz überlegt, sie noch erscheinen zu sortieren. Habe das jetzt aber dabei noch mit Carrie und Brennen muss Salem gemacht. Der Rest ist noch nicht sortiert. Ich habe da nur einige ganz alte Ausgaben vom Weltbild, nur die ich heute halt als 14-Jähriger gelesen habe. Joyland, eines meiner absoluten Favoriten. Und hin und wieder sind eben auch ein paar doppelt, weil ich da diese Special-Ausgaben auf Englisch habe, die ich aber einfach so sehr cool gefunden habe. Da hier unten geht es dann auch noch weiter, wie seht, füllen wir auch noch einige. Das ist so eine Special-Ausgabe vom Festa Verlag gewesen, wo halt einfach nur auch eine Story vom Stephen King dabei ist. Und ja, die zwei habe ich auch noch nicht gelesen. Die stehen einfach nur da, weil sie sehr schön ausschauen. Und dann geht's drunter gleich weiter, eher mit so Krimis, beziehungsweise auch mit einigen Klassikern, wie zum Beispiel Murder on the Orient Express oder Das fehlende Glied in der Kette. Ich hätte einfach gern alle Agatha Christie Bücher. Ich finde die Frau wirklich, wirklich sehr cool. Also ich habe so ein bisschen versucht, das da auch so nach dem zu sortieren. Zum Beispiel gehört eigentlich auch dieser Junge her, der Thomas Preziner, der übrigens, ich glaube, vor 2 Wochen 60 geworden ist. Auch darunter zu den Österreicher, aus Platzgründen steht er jetzt aber da. Dann haben wir da wieder eher japanische Autoren und eben da eher so die Klassiker oder Bücher im Stile dieser Klassiker. Und dann geht es eigentlich schon weiter mit den Krimis bzw. Thrillern und auch da ist sehr häufig ein gewisser Umschlag. Also das sind Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, die ich dann aber einfach wieder aussortiere, weil sie mich doch nicht mehr interessieren. Gerade wie ich noch in der Buchhandlung gearbeitet habe, hat man halt hauptsächlich Krimis und Thriller als Leseexemplare bekommen und dann nimmt man sich halt schnell mal was mit. Entscheidet sich dann jedoch wieder um und dann wandern diese Bücher auch wieder zurück in ein anderes Regal oder ich schenke sie halt generell her. Also das sind sehr viele noch ungelesen. Dann kommen wir mal
eins weiter herunter, da sind jetzt eher die Krimis und Thriller, die halt verschiedene Reihen sind, wobei die da ja auch nicht unbedingt zusammenhängen und der Ian Reid hat auch keine zusammenhängenden, die stehen halt einfach nur beieinander. Dann haben wir den Paul Cleave, immer nur einer meiner absoluten Lieblings-Krimi-Autoren. Daneben die Ursula Poznanski, die eigentlich ja auch eine Österreicherin ist, aber sie darf trotzdem da stehen bleiben. Und dann kommen wir zu ein paar Titeln, die halt da unten, da oben nicht mehr Platz gehabt haben. Bei dem zum Beispiel schwanke ich auch schon ewig, ob es gelesen werden soll oder nicht doch einfach aussortiert. Da herunten, das zum Beispiel werde ich auf jeden Fall nur aussortieren, weil so sehr begeistert hat es mich nicht. Da frage ich vielleicht auch meine Schwiegermutter, ob sie das gerne lesen möchte. Und dann haben wir Chelsea Kane, die auch das mit dem Paul Cleave, aber eigentlich schon eher sie, ist meine absolute Favoritin. Und ich bin sehr traurig darüber, dass sie zumindest zurzeit nicht wirklich etwas schreibt. Und ja, also die Gretchen-Reihe sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und dann kommen wir von diesem ganzen Krimi- und Thriller-Zeug zu einem etwas abgefuckteren Thema. Also das sind jetzt keine Krimis oder Thriller oder so. Es ist eigentlich, es sind so Beat-Autoren, nennt man das sehr gerne. Also zum Beispiel William Burroughs, den kennt man vielleicht von Chunky, in Bukowski kennt man sowieso. Das sind halt einfach Amerikaner, die sehr viel über Drogen und ein sehr roughes Leben und so schreiben. Und die lese ich sehr, sehr gerne, aber wenn ich mich hin und wieder sehr ärgern muss, da habe ich jetzt einfach mal in Ian Banks mit der Wespenfabrik dazu gestellt, aber noch nicht hundertprozentig da hineingehört. Genauso wie in Chuck Pachulpa, ich werde nie aussprechen können, ihr wisst, wenn ich meine, diesen Boy, der steht da jetzt auch dabei. Ja, aber bis zu einem gewissen Grad kann man die, glaube ich, schon zusammenstellen. Außerdem habe ich da noch Trainspotting gestellt, das ich noch nicht gelesen habe. Und in John Neaven habe ich auch dazu gestellt, weil ich finde, es ist nicht unbedingt ein Thriller oder so, aber es ist halt einfach schon ziemlich harter Stuff. Und ja, das steht da zusammen. Diese Kategorie nennen wir jetzt einfach harten Stuff. Diese Bücher sind fast alle auf Englisch, einfach weil ich die Cover so, so genial finde. Hoppala. Und darum ist das sehr, sehr viel auf Englisch. Und ganz hier unten haben wir jetzt noch True Crime. Ja. Mit der Lydia Benecke, meine absolut Lieblingsdame. Die hat mir auf dieses Thema gebracht. Also ich glaube, das erste True Crime Buch, beziehungsweise das sich halt einfach mit Kriminalistik beschäftigt, war Die Psychologie des Bösen von der Lydia Benecke. Und damit hat es sehr, sehr viel gestartet. Ich habe dann auch die ersten Bücher von ihrem Mann gelesen, also ihrem Ex-Mann, dem Mark Benecke. Und ab dann ist es bergauf gegangen. Und ab diesem Zeitpunkt war ich so etwas im Thema drinnen. Das ist wieder etwas abgeflacht. Ich habe mir jetzt da noch ein paar stehen. Ich möchte da gern die Bücher vom Zockhaus lesen, einfach weil ich seine Instagram-Stories immer liebend gern schaue. Und der hat ja auch so eine True-Crime-Thriller-Reihe, die ich auch gern lesen will. Ja, der darf jetzt eigentlich auch noch da stehen, obwohl er dann nach oben kehrt, aber damit der Zockhaus zusammensteht. Und da extra habe ich jetzt nur mal 5 Bücher, die eher in Österreich spielen, wobei Tannöd nicht in Österreich war. Nein, ich glaube nicht. Nein, ist Bayern. Ist Bayern, ist nicht ganz Österreich. Aber das waren halt dann alles eher österreichische Kriminalfälle. Und damit müssen wir jetzt noch kurz nochmal umbauen, denn jetzt kommen wir in dieses dunkle Eck da drüben. Und was wird besser zu dem dunklen Eck passen als die Fantasy- und Horrorabteilung? Das da ist jetzt wieder etwas schwierig auszuleuchten. Das ist aber das Eck, das sich eben genau neben meinem Schreibtisch befindet, im hintersten Eck des Bücherzimmers. Es hat sich einfach so ergeben, dass genau das da hergekommen ist. Es ist mir aber einfach am nächsten während meiner Arbeit und darum finde ich gar nicht so schlimm, dass das das hinterste Eck ist. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn da sind teilweise sehr, sehr abgefahrene, schlimme Bücher versteckt. Wir starten aber mit den nicht ganz so schlimmen Büchern, nämlich mit der Fantasy- bzw. Science-Fiction-Abteilung. Ganz da oben haben wir eine Mittelerde-Box von Terry Pratchett, die heute diese coole Lichterkette mit den Spinnen. Und dann geht es weiter mit der Science-Fiction. Ihr seht, da sind ein paar Bücher noch eingepackt. Das war so eine Special-Ausgabe vom H.G. Wells. Dann ganz viel davon kennt man, die Metro-Reihe, wo ich auch die Sonderausgabe habe, aber lieber die normalen Taschenbücher davon lesen möchte. Wie gesagt, das ist dann da alles eher Science-Fiction. Das ist auch eher noch Science-Fiction und da hinten steht nur die
Wayward Pines Reihe, die ja eigentlich mehr so Thriller-mäßig ist, aber das ist eben auch nur. Ha, habt ihr nicht gesehen, dass ich das gerade getauscht habe? Das ist aber auch nur, damit die zusammenstehen. Und da stehen dann nur eigentlich normale Belletristik-Romane, die aber eben mit Raumfahrt bzw. dem Weltall zu tun haben. Da habe ich mal eine Phase gehabt, wo ich sehr oft solche Bücher gelesen habe und ich wollte dann irgendwie da in der Nähe der Science Fiction haben. Dann haben wir da die wunderschönen Bücher Odins Kind und Eisenwolf, beziehungsweise Das Flüstern der Raben, der erste Band, der einmal nur auf mich wartet. Das sind halt eher so die Epen. Dann haben wir da Neil Gaiman einiges und in Walter Mörs. So viel wie ich bis jetzt gelesen habe, da fehlen auch noch einige. Aber ich glaube, an die ersten paar kommt man eh nicht dran. Und da herunten ist dann schon die nächste Reihe, Die unsichtbare Bibliothek. Ein sehr, sehr tolles Buch, wo es auch noch einige Bände mehr gibt, an die ich mich aber gerade nicht heranwage, denn ich habe noch sehr viele andere ungelesene Dinge. Die Ben Aronovich-Bücher, da ist mittlerweile auch schon der ein oder andere neue Band herausgekommen, den ich noch nicht habe. Genau, ich tue jetzt einfach einmal drüber. Das ist eigentlich auch eine Trilogie, glaube ich, bis jetzt. Quendel gibt es ja auch schon einige mehr. Das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr geniale Reihe, wo es aber den vierten, fünften und ich glaube den sechsten Band mittlerweile nicht mehr liefernd gibt. Ich hoffe, dass die irgendwann einmal neu aufgelegt werden, denn die habe ich wirklich toll gefunden. Genauso wie die Jasper Ford, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das sind auch sehr süße Bücher, da geht es halt um verschiedene Manuskripte, die gestohlen werden. Also es spielt heute in einer sehr literarischen Welt und das finde ich sehr, sehr gute Fantasy. Dann, ich glaube, über die haben wir auch schon mal gesprochen. Das ist sehr, sehr gute Urban Fantasy, die ja teilweise so ein bisschen abgefuckt ist. Matt Ruff liebe ich auch sehr stark. Der Kinderdieb, das ist dann natürlich schon einfach nur Fantasy. Den könnte man also die Jugendbücher stellen. Ich habe mir jetzt einfach mal da stehen. Da sieht es dann da ja ein bisschen. Ich habe da auch versucht, so ähnliche Bücher, die halt so ähnliche Themen behandeln, innerhalb der Fantasy auch zusammenzustellen. Ja, hat manchmal funktioniert, manchmal nicht. Da herunten sieht man es. Natürlich das Fantastikum zusammengestellt. Und da stehen dann nur die restlichen Terry Pratchett Bücher. Dann kommen wir mal zu diesem Kasten, der jetzt natürlich die Softbox kurz ein bisschen weg, um das zu filmen. Auf dem Kasten selbst stehen die Filmbücher zum Hobbit, dann die Herr der Ringe Trilogie in 6 Bänden. Da stehen wieder ein paar französische Bücher von meiner Freundin und sowas mit Polnisch und bla bla bla. Und da haben wir nun den Homer mit Elias und die Odyssee, was ich gekauft habe, nachdem ich mich zum ersten Mal mit verschiedenen Übersetzern beschäftigt habe und das anscheinend eine der besten Übersetzungen sein soll. Schauen wir mal. Dann öffnen wir den Kasten. Hinter diesem Kasten, da in diesem leeren Eck, befindet sich immer mein Stativ. Normalerweise nicht so hoch, aber ich habe es vorher gerade noch benutzt. Das ist da so ein bisschen versteckt, genauso wie da unten in dem Kasten. Da ist zum Beispiel die Halloween-Deko nu, da sind nur Süßigkeiten, die Kerzen, die immer wieder anzünden, ein paar Kartons, weil ich ja doch hin und wieder Bücher verschicke und so. Und natürlich ein Staubwedel, um da die Ordnung zu halten. Aber wir starten jetzt einfach mal oben. Eigentlich war dieser Kasten, und ihr seht es dann da im zweiten Regal, eher so der Märchenkasten. Mittlerweile habe ich einfach sehr schöne Ausgaben bzw. Sonderausgaben da platziert. Ganz oben zum Beispiel gleich mal das vollständige Werk vom Hieronymus Bosch. Schaue ich mir einfach auch sehr gerne an. Das ist eins meiner Märchenbücher, die ich als Kind schon gehabt habe und das habe ich vom Flohmarkt gekauft. Dann haben wir da Ole Ellis im Wunderland Stories, eine englische Ausgabe, die einfach sehr, sehr schön ist. Die S-Ausgabe, die ihr vermutlich in letzter Zeit sehr häufig gesehen habt. Die Schmuckausgabe vom Koppenrad Verlag von Dracula. Und dann kommen die ganzen Märchenbücher. Ganz viel verschiedene, zum Beispiel ein relativ neues mit Märchenland für alle. Das sind halt sehr inklusive Märchen, was ich auch sehr cool finde. Ich habe zwar kein Kind, dem ich es vorlesen kann, aber ich persönlich finde es halt einfach schön. Genauso wie das von Kühlmeier, der die Märchen neu übersetzt hat. Ich habe aber zum Beispiel einfach aus verschiedenen Ländern Märchenbücher, wie die georgischen Märchen. Irgendwo, genau, da habe ich auch noch so eher irische Dinge und so. Ja, das ist halt einfach so das Märchenregal.
Und da möchte ich auch meine ganzen Benjamin Lacombe-Bücher hereinstellen. Ich habe derzeit nur zwei. Eins ist gerade auf dem Weg zu mir, wo ich jetzt einfach schon sehr schauen muss, dass ich die nur bekomme, denn teilweise werden die schon nicht mehr gedruckt. Und er ist aber ein genialer Künstler und seine Bücher sind wunderschön. Dann habe ich da der Autor von Hugo Cabré, weiß ich nicht, ob ihr den Film vielleicht kennt, das ist der, wie heißt der? Das ist der Brain Selznick, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, da habe ich einmal diese Sonderausgaben gefunden, die ich einfach sehr, sehr schön finde. Und dieses kleine Heftel, das sind nur kurze Stories, die stehen auch hier. Und da herunten habe ich dann nur so Sammelbände, eher so anthologiemäßig, Geschichten der Eisenbahn, das große Märchenbuch und Abenteuergeschichten, die schönsten Abenteuergeschichten aus dem Fischer Verlag. Das sind diese Klassik, ja, machen sie ganz schön im Regal und sind für zwischendurch auch immer wieder mal schön. Und da herunten haben wir jetzt zum Beispiel nur Sagen aus Österreich, 1001 Nacht die keltischen Sagen und Krakauer Legenden. Das sind halt meistens so Büchlein, die man auf Reisen findet. Und wenn es so eine deutsche Ausgabe gibt, nehme ich mir die natürlich auch gerne mit. Da ist meine Fake-Schreibmaschine, die echte Schreibmaschine steht drüben im Wohnzimmer. Und da haben wir dann noch ein bisschen Mythologie, die schönsten Sagen der Antike, griechische Mythologie und das Heldenbuch von Stephen Fry. Die klassischen Sagen der Antike nur erzählt. Also ein bisschen thematisch ist das Ganze sortiert. Es sind halt einfach eher so Special-Bücher, die sind nicht einfach so in irgendein Regal einordnen lassen. Und dann kommen wir schon zu dem letzten Regal, nämlich dem Horrorregal. Das Ganze ist da jetzt auch ein bisschen eng, um das herzuzeigen und gleichzeitig eine halbwegs gute Beleuchtung zu haben. Ups, aber I'll try my best. Also wir starten wieder ganz oben mit der Lovecraft-Sammelbox vom Fester Verlag. Da ist eine Poe-Gesamtausgabe, das sind insgesamt 10 Bände, wobei einer leider fehlt. Das habe ich am Flohmarkt gekauft, deswegen habe ich sowas sehr günstig gekriegt. Und ja, dann geht es da gleich weiter mit Klassikern. Das sind so wunderschöne englische Ausgaben, die habe ich ja schon mal gezeigt bei der letzten Booktour. Dann haben wir da Lovecraft, verschiedenste Erläuterungen zu ihm. Das ist jetzt dann auch bald vergriffen. Also falls jemand von euch sich noch näher mit Sex und Perversion beim Lovecraft beschäftigen will, sollte er schnell sein. Und da haben wir noch andere verschiedenste Klassiker, wie zum Beispiel das Parfum, das Phantom der Oper und so weiter. Die liegen da ein bisschen zusammen. Dann haben wir da die Lovecraft Limited Edition. Da hier oben ist ja noch die normale Bibliothek des Schreckens vom Fester Verlag. Und da sind jetzt diese Limited Editions. Daneben haben wir gleich die Pulp Legends. Und da haben wir das andere Abo, nämlich die Weird Fiction, die jetzt relativ neu beim Fester Verlag erschienen sind. Ich habe leider noch keins der drei gelesen, aber ich bin schon sehr gespannt. Und dann ist das Ganze da jetzt ein bisschen nach Autoren sortiert. Arthur Machen kennen wahrscheinlich auch viele von euch nicht. Der hat zum Beispiel den großen Pan geschrieben, wo auch schon so eine gewisse eigene Sprache erfunden worden ist und der das Vorbild für einige war. Das steht jetzt da dann auch nochmal auf Englisch. Dann haben wir die Bücher des Blutes von Clive Barker, beziehungsweise auch andere Bücher von ihm. Andere Bücher von der Marie Shelley als Frankenstein, nämlich zum Beispiel Der letzte Mensch auf Deutsch und auf Englisch. Dann haben wir Frankenstein auf Deutsch und auf Englisch. Dann haben wir Dracula, einmal in der Anaconda-Ausgabe und einmal in einer Ausgabe aus den 80ern, die einfach nur super cool ausschaut. Und die Dracula-Bücher sind jetzt auch gleich der Übergang zu den gesamten Vampir-Büchern, die ich so besitze, bis jetzt. Und der Übergang war ein super gutes Stichwort, denn da ist der erste Band der Cronin-Reihe, den ich ja immer noch nicht gelesen habe. Wir sind die Nacht, habe ich glaube ich schon oft genug drüber geredet. Interview mit einem Vampir, die Überfahrt, aber sehr alte Klassiker. Und so weiter und so fort. Relativ neu ist halt dieses Buch, wo es um Vampirfilme, um Vampirbücher und so weiter geht. Also wirklich sehr, sehr guter Überblick. Leider auch nur auf Englisch. Und da in den nächsten Regalen fehlt so ein bisschen Sortierung, habe ich das Gefühl. Es sind natürlich die Autoren zusammen, aber es ist jetzt nicht super special sortiert. Also da sind einfach verschiedenste Horrorbücher. Da haben wir in Crazy Hendricks die unheimlichsten Orte der Welt. Dann haben wir in Lindquist da ein bisschen zusammen natürlich die einzelnen Reihen. In Strandberg, wobei eins vom Strandberg da oben steht, weil es um Vampire geht. Also das ist nicht hundertprozentig sortiert.
In Edgar Allan Poe habe ich dann natürlich da wieder zusammengefasst, genauso wie E.T.A. Hoffmann, der steht da zusammen. Und dann haben wir da natürlich einige Festerbücher und da herunten, schups, und da herunten sind dann zum Beispiel auch noch Marc Benecke, Wolfgang Holbein, aber trotzdem auch wieder Klassiker wie Hexenjagd vom Arthur Miller, Dan Simons habe ich da auch ein bisschen zusammen da, und da sind jetzt ganz viel eben erst von 2022, die ich jetzt erst gelesen habe, die einfach mal ganz ans Ende des Regals gewandert sind. Wobei das natürlich auch die Frage ist, muss das beim Horror stehen, es ist ja eigentlich Action. Ja, es steht jetzt einfach mal da. Das war's mit meinem kleinen, aber feinen Überblick über die einzelnen Regale da hinter mir. Das war jetzt der zweite Teil. Falls ihr irgendwas noch genauer wissen möchtet oder irgendein bestimmtes Buch noch näher erläutert haben möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Es würde mich sehr freuen. Es würde mich sehr freuen, falls ihr diesen Kanal abonnieren wollt. Ich versuche jetzt wieder sehr regelmäßig die Videos zu machen. Ich denke, das funktioniert da ganz gut. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, welche Bücher ihr da schon gekannt habt, welche vielleicht ein cooler Tipp für euch waren und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video wieder und tschüss.